Herr Minister, lieber Armin Laschet, herzlich willkommen hier in Leverkusen. Wir freuen uns, dass wir die Gelegenheit haben, dass du heute die Gelegenheit hast, hier bei uns zu sein. Und ich möchte an dieser Stelle ganz kurz nur mich bei Herrn Niemers bedanken, der heute Gastgeber hier ist, dass wir die Möglichkeit haben, bei Ihnen im Hause die Veranstaltung durchzuführen. Und jetzt leite ich gleich weiter an Herrn Jedmitin. Danke, Rüdiger. Sehr geehrter Herr Minister, liebe Vereinsmitglieder, sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen hier in den Räumlichkeiten der DZIP Leverkusen. Und ich möchte auch gar nicht viel weiterreden. Mein Name ist Hidayet Metin, ich werde Sie heute durchs Programm führen und möchte auch schon den Vorsitzenden der DZIP Leverkusen, Herrn Mustafa Yilmaz, ans Mikrofon bitten. Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich alle, Sie heute hier begrüßen zu dürfen und ganz besonders freue ich mich, unseren Minister für Generation, Familie, Frauen und Integration unter uns willkommen zu heißen. Unser Verein besteht. Unser Verein besteht seit 1996, hat derzeit etwa 500 Mitglieder. Bei einem pro Familie steht unser Verein etwa für 5000 Muslime. In den letzten Jahren haben wir ganz besonders auf eine Eröffnung unseres Vereins für die Gesamtheit der Bevölkerung in Leverkusen eingesetzt. Unter anderem gehört derzeit zu unseren größten Projekten die professionelle Ausbildung von Dialogbeauftragten und Moscheeführern und das Projekt Unsere Moschee, das durch die BAMF gefördert wird. Wir hoffen auch in Zukunft mit der Unterstützung unseres Ministers uns noch stärker für Integration einzusetzen und wünschen noch eine fruchtbare Diskussion. Ich möchte allen nochmal herzlich danken, dass Sie hier anwesend sind. Vielen Dank. So, jetzt möchte ich noch ganz schnell weiter das Wort übergeben an Frau Erika Theissen, der Geschäftsführerin des Begegnung- und Fortbildungszentrums muslimischer Frauen in Köln. Sehr verehrter Herr Minister Laschet, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Und weshalb ich heute hier bin, ist eben die besondere Situation, dass vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 15 Projekte ausgeschrieben worden sind, in denen Migrantenorganisationen von etablierten Organisationen unterstützt werden sollen. Und Alhamdulillah, wir als etablierte muslimische Organisation, Frauenorganisation, haben eine Bewilligung bekommen und machen jetzt ein Mentoring-Projekt gemeinsam hier mit der Moschee in Leverkusen. Und das, finde ich, ist eine sehr schöne Sache. Insgesamt gibt es 15 dieser Projekte bundesweit und deshalb ist es was ganz Besonderes, dass wir dieses Projekt auch bekommen konnten. In Nordrhein-Westfalen allerdings ist es gelungen, 8 dieser Projekte sogar zu beheimaten. Also Nordrhein-Westfalen scheint da schon Vorreiterstellung auch zu übernehmen. Wir haben das Projekt im Dezember begonnen, haben eine Sozialarbeiterin einstellen können, die Frau Gensch-Gümüş, die jetzt hier unten auch einen Raum eingerichtet hat, sodass also für alle Gemeindemitglieder jederzeit die Möglichkeit besteht, mit ihr Kontakt aufzunehmen, wenn irgendwelche Hilfe benötigt wird. Und auch natürlich wir als Begegnungs- und Fortbildungszentrum muslimischer Frauen aus Köln stehen jederzeit auch mit Rat und Tat und mit Referentinnen und so weiter zur Verfügung. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz Herrn Minister Laschet noch mal ansprechen. Und zwar hatten wir heute unser Audit. Der BFMF trägt 2 Bildungswerke, das muslimische Familienbildungswerk und das muslimische Frauenbildungswerk. Und ich denke, wir sind die erste muslimische Einrichtung, die das Zertifikat für die Bildungswerke erhalten hat.
LKW nach LKW. Und an dieser Stelle würde ich Sie sehr gerne einladen für den 26. März, wenn uns dann da unsere Kachel im Netzwerk von LKW übergeben wird. Aber da werde ich dann nochmal drauf zurückkommen. Ja? Herzlichen Dank und heute eine gute Unterhaltung. Ja, danke. Und jetzt möchte ich den Vorsitzenden des Rats der Muslime in Leverkusen, Herrn Ünal Bozdar, ans Mikrofon bitten. Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde. Es ist mir eine Ehre und Freude, Sie in meinem Namen als Vorsitzender und im Namen des Rates der Islamischen Gemeinschaften Leverkusens ganz herzlich zu begrüßen. Erlauben Sie mir Ihnen ein paar Zahlen zu den Muslimen in Leverkusen und ein paar Worte zu unserer Gemeinschaft zu sagen. In Leverkusen leben weit über 8000 Muslime. Hauptsächlich stammen sie aus der Türkei, aus Albanien und Marokko, aber auch aus vielen anderen islamisch geprägten Ländern. Der Rat der Islamischen Gemeinschaften ist 2006 gegründet worden. Zu ihr gehören zurzeit 6 Moscheevereine. Der Rat der Islamischen Gemeinschaften ist einer der Initiatoren für die Bildung des Rates der Religionen in Leverkusen, das Ende 2006 gegründet wurde. Ziel unseres informellen Zusammenschlusses ist es, unsere öffentlichen Aktivitäten untereinander und unsere Beziehungen zu anderen Religionsgemeinschaften, Institutionen, Behörden und anderen auf eine gemeinsame Basis und unter zentrale Koordination zu stellen. Diese zentrale öffentliche Repräsentanz der Muslime in Leverkusen soll die Grundlage bilden für ein besseres Verständnis und Akzeptanz des Islam im Allgemeinen und der einzelnen islamischen Gemeinschaften in Leverkusen im Besonderen. Gemeinsame Anliegen werden und sollen durch diesen Zusammenschluss gegenüber Dritten, insbesondere Behörden, anderen Religionsgemeinschaften und Institutionen vertreten werden. Auch die einzelnen Fragen der Religionsübung, wie zum Beispiel islamischer Religionsunterricht, islamische Kindergärten, das Schächten, islamische Friedhöfe, was den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts für die Verwaltung verlangt, sind Fragen, die im Herzen unserer Mitglieder und des Rates liegen und bedürfen einer angemessenen Lösung. Noch länger möchte ich Ihre Zeit nicht in Anspruch nehmen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch unser Dachverband, die DITIB in Köln, ist hier vertreten durch Herrn Rafet Özfük und ihm möchte ich das Wort auch kurz geben für ein kurzes Grußwort. Sehr geehrter Herr Minister Leschet, sehr geehrter Herr Yilmaz, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie auch im Namen meines Dachverbandes, der DITIB, herzlich begrüßen. Es ist uns eine Ehre, unserer Minister, unserer Integrationsminister hier zu uns sprechen zu lassen und wir würden auch diese weiterhin tragen. Ich habe Grüße von unserem Vorsitzenden, Herrn Sade Aslan, mitgebracht, Grüße von unserem Geschäftsführer, mit dem Sie auch gesprochen und getroffen haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute, integrative und friedliche Zusammenleben wünsche ich in unserem Land und viel Erfolg in diesem Wahljahr. So, und jetzt, Herr Minister, ich möchte Sie ans Mikrofon bitten. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Yilmaz, lieber Herr Metin, lieber Rüdiger Scholz, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schrecklich das ist, wenn man in Staus steht, wenn nichts vorangeht, wenn man denkt, da sitzen jetzt ganz viele Menschen, die auf dich warten. Aber es war heute ganz schrecklich, aus Düsseldorf herauszukommen. Wir sind dann Landstraße gefahren, aber ich bin froh, dass ich jetzt hier bin. Jetzt wird das am Ende alles etwas gedrängt und deshalb sage ich das gleich am Anfang mit dem Moscheebesuch. Danach wird wahrscheinlich knapp.
Ich habe aber dem Rüdiger Scholz schon gesagt, ich komme noch mal wieder. Denn die Moschee in Leverkusen ist eine neue, ist eine schöne, ist weit bekannt über die Stadt Leverkusen hinaus und ich würde mir die gerne mal ansehen. Und wir werden dann in den nächsten Wochen, vielleicht mit dem 26.03., das muss ich aber noch nachgucken, aber jedenfalls an einem neuen Termin komme ich noch mal wieder und mache das wieder gut, was wir heute als zweitens, ich glaube, der heutige Tag oder der gestrige Tag oder die Nacht dazwischen ist für die Muslime eine ganz besondere Nacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und deshalb auch dazu einen Gruß, einen Segensgruß. Die Geburt des Propheten war in dieser Nacht und ich glaube, dass man auch daran erinnern sollte. Und ein drittes, das ist nicht der erste DITIB-Termin für mich heute. Sie wissen das. Wir haben etwas ganz Besonderes heute Mittag erlebt. Ministerpräsident Rüttgers hat vor 4 Wochen aufgerufen, die Menschen in Nordrhein-Westfalen für Haiti zu spenden. Bei dieser schrecklichen Katastrophe sind 250.000 Menschen ums Leben gekommen. Und er hat gesagt, alle Menschen in diesem Land sollten dazu einen Beitrag leisten. Und die großen 10 Organisationen der kirchlichen und säkularen und Welthungerhilfe und UNICEF, alle haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, wir helfen da. Und zum ersten Mal haben die 4 türkischen Generalkonsule, die deutsch-türkische Akademikerplattform, der türkische Unternehmerverband, aber auch DITIB aufgerufen, auch ihre Mitglieder zu spenden. Und in Haiti wohnen keine Muslime. Und trotzdem hat man für die Menschen gesammelt, die in Not sind. Und man hat mir heute 100.000 Euro für diese Hilfsorganisation übergeben. Ich finde das eine ganz tolle Summe. Der Ministerpräsident hat dann auch an Herrn Arslan, den Vorsitzenden der DITIB, einen Brief geschrieben, in dem er das deutlich gemacht hat. Ich glaube, das müssen wir jetzt auch sehr viel erzählen. Dass wir nämlich zusammenstehen, wenn Menschen in Not sind. Als in der Türkei das Erdbeben war, haben viele Deutsche gesammelt und gespendet. Und jetzt haben wir alle in Nordrhein-Westfalen, Christen und Muslime, Gläubige und Nichtgläubige, Menschen aller Kulturen gesagt, das ist in dem Moment egal, wir helfen gemeinsam Haiti. Und das war heute Mittag für mich ein ganz wichtiger Akt. Wir sind in einem Kulturzentrum, das erkennbar früher mal eine Tennishalle war, das jetzt umgebaut wird zu einem Kulturzentrum, das ein Ort der Begegnung hier in Leverkusen ist. Und ich glaube, wir haben eigentlich viel zu spät damit angefangen, uns gegenseitig zu begegnen. Nächstes Jahr feiern wir 50 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei. 1961, als ich geboren wurde, sehen Sie ja, wie alt ich bin, 1961 kamen die ersten türkischen damals Gastarbeiter nach Deutschland. Und es muss dauern bis zum Jahre 2006, ehe ein Innenminister, Wolfgang Schäuble, sagt, der Islam ist Teil der deutschen Gesellschaft. Vorher hat das keiner gesagt. Es muss bis zum Jahr 2006 dauern, ehe eine Bundeskanzlerin sagt, wir machen einen Integrationsgipfel. Ich lade die Migranten ins Kanzleramt ein. Im Kanzleramt hat es unzählige Gipfel gegeben, Autogipfel, Klimagipfel, alles Mögliche. Aber nie hat man doch über Integration gesprochen. Und 2006, ich war dabei, waren zum ersten Mal Migranten mit am Tisch, die mit Bund, Länder, Kommunen, mit Sport, mit Kirchen, mit vielen anderen überlegt haben, wie können wir denn Integration zum Erfolg bringen. Und es hat bis zum Jahre 2005 gedauert, Sie haben das Ministerium erwähnt, ehe Jürgen Rüttgers gesagt hat, ich gründe ein Integrationsministerium. Sonst gäbe es mich nicht, hätte er das nicht gesagt. Mit der Idee, wir wollen Integration in Nordrhein-Westfalen vorbildlich vielleicht auch für andere Länder zum Erfolg bringen. Und Integration ist mehr als Religion. Integration ist sehr oft eine soziale Frage. Welche Aufstiegschancen haben Kinder? Haben sie gute Sprachkenntnisse? Wenn sie gute Sprachkenntnisse haben, werden sie in der Schule optimal gefördert. Gibt es genug Ganztagsangebote auch für Kinder, wo die Eltern vielleicht nicht so gut bei den Hausaufgaben helfen können? Ich habe das oft erklärt. Da kamen damals 1961 Gastarbeiter, die hier dringend gebraucht wurden, die mit ihrer Händearbeit unser Wirtschaftswunder mit aufgebaut haben.
aber die wurden angeworben, oft in ganz bildungsfernen Gegenden. Deren Eltern oder Großeltern oder Urgroßeltern haben vielleicht nie eine Schule besucht. Und sie wurden geholt, weil sie hier arbeiten sollten. Die schlauen Leute, die gebildeten Leute, die hat man nicht angeworben, sondern man suchte eben Menschen für die Industriegesellschaft. Man hat aber nicht gefördert, dass sie Deutsch lernten, als sie kamen. Man hat ihre Kinder nicht gefördert. Sie waren integriert durch Arbeit. Jeder hatte einen Job, keiner lebte von Sozialhilfe. Anfang der 70er Jahre war die Arbeitslosigkeit bei Ausländern geringer als bei Deutschen. Wir hatten 1,1% Arbeitslosigkeit, traumhafte Zahlen. 1,1% 1972 und bei den Ausländern 0,9. Die hatten alle Arbeit. Und dann sind die Arbeitsplätze weggefallen im Strukturwandel. Im Bergbau gibt es nicht mehr so viele, in der Industriegesellschaft, in der Stahlindustrie. Die Arbeitsplätze sind weg. Wir sind auf dem Weg in eine Wissensgesellschaft, wo Bildung wichtig ist. Aber den Kindern dabei zu helfen, wenn die Eltern es vielleicht nicht konnten, weil sie vielleicht die Sprache nicht sprachen, das haben wir viel zu spät begonnen. Und jetzt versuchen wir das nachzuholen. Wir müssen den 20-Jährigen, die das nicht erfahren haben, den 25-Jährigen auch helfen, noch eine Chance zu haben, in den Arbeitsmarkt zu kommen. Aber bei den Kindern, die 4 Jahre sind, fördern wir früh Sprache, haben Ganztagsangebote, haben Hausaufgabenbetreuung, haben all die vielen Dinge, die Kinder brauchen, wenn die Eltern nicht so helfen können. Und das ist das eine, was wir gelernt haben. Das zweite, wir müssen sagen, wir sind eine multikulturelle Gesellschaft. Natürlich leben viele Kulturen und Religionen hier zusammen. Wir sind doch ein Einwanderungsland. Und wenn man das ist, heißt das, jeder, der gekommen ist, muss die gleiche Chance haben, jeden Beruf zu ergreifen, gesellschaftlichen Aufstieg zu schaffen. Und da sagen viele, ja, da kann man ja zu Amerika gucken. Da kann ja der Tellerwäscher Millionär werden. Das ist so die amerikanische Philosophie. Jeder kann es schaffen, der sich anstrengt. Oder sagen manche, der Obama hat das ja auch geschafft. Übrigens ist Obama kein Beispiel für Aufstieg. Obama kam aus der Oberschicht, hatte schon selbst akademische Eltern. Bei Obama ist nur das Besondere, dass ein farbiger Präsident wurde, was auch ein Riesenschritt ist nach 220 Jahren. Aber die Besonderheit ist nicht der Aufstieg. Der hatte Eltern, die ihn nach Harvard geschickt haben und die ihm helfen konnten. Aber diese Mentalität, jeder muss es schaffen können. Jeder muss eine Chance haben, wenn er sich anstrengt. Da sagen manchmal bei uns die Leute, ja, yes we can. Wir brauchen eine yes we can Mentalität. Ich sage, das haben wir in Deutschland schon mal geschafft. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als alles in Trümmern lag, hat man angepackt, hat 12 Millionen Vertriebene integriert, die damals auch nicht willkommen waren. Der katholische Flüchtling aus Schlesien, der in ein protestantisches Dorf kam, hatte es schwer und umgekehrt. Also auch damals gab es nicht nur Willkommenskultur. Trotzdem hat man das geschafft und einer von denen ist heute Bundespräsident. Horst Köhler kam als Flüchtlingskind und ist heute Präsident der Bundesrepublik Deutschland. Und diese Mentalität, dass es den Kindern besser geht als den Eltern, dass jeder, der sich anstrengt, es schaffen kann, das ist das, was wir brauchen. Und ich sage dann manchmal, wir brauchen kein Yes, we can. Wir sagen, evet, ja, papilleris. Wir schaffen das. Und ich glaube, wenn ich Türkisch spreche, pfeift das Mikro. Also, das ist das, was wir uns jetzt vorgenommen haben. Aufstieg für jeden möglich zu machen. Und in manchen Bereichen funktioniert das schon. Wer das westdeutsche Fernsehen guckt, wer die Aktuelle Stunde guckt, sieht da Asli Sevindim, ein Kind türkischer Gastarbeiter, das heute Moderatorin im Fernsehen ist. Da sagt jeder, ja, das ist ja okay, das finden die Leute okay. Von Mesut Özil fühlt sich auch keiner überfremdet. Also solange der für Deutschland Tore schießt, ist das schon in Ordnung. Aber wenn mal was schief läuft, wenn mal irgendwo Jugendliche sind, die abgerutscht sind, weil sie vielleicht keine Perspektive haben, wenn sie dann gewalttätig werden, dann heißt es direkt, guck, so sind die Türken, so sind die Ausländer. Der Mesut Özil zählt dann gar nicht mehr als Türke, der zählt dann als Deutscher. Aber da, wo es schief läuft, da sagt man, siehst du mal, wie Türken bei uns sich geben und was sie hier machen. Und dass wir das lernen, dass in allen Parteien möglichst
auch türkische Zuwanderer in Parlamenten sitzen. Wir haben jetzt einige Kandidaten bei der nächsten Landtagswahl. Der Cem Özdemir ist ein Vorbild, das man bis an die Spitze einer Partei sogar machen kann. Aber das muss am besten in allen Parteien stattfinden, damit da kein parteipolitisches Streitthema draus wird, sondern dass man sagt, jede Partei muss sich auch den Zuwanderern gegenüber öffnen. Das deutsch-türkische Forum ist ja so eine Idee, die wir haben, andere Parteien haben andere. Und ich glaube, dass das dem Klima gut tut, denn dann kommt das auch nicht mehr in Wahlkämpfe hinein. Wenn alle das machen, wenn in jeder Partei Menschen sitzen, die eine Zuwanderungsgeschichte haben, dann ist das, glaube ich, für das Klima im Land besser. Und auch das beginnt jetzt. In öffentlichen Verwaltungen haben wir mehr Zuwanderer. In der Wirtschaft muss man lernen, dass wenn man sich irgendwo bewirbt und gute Noten hat, man nicht weniger Chancen haben darf, weil man Öztürk und nicht Schmitz heißt. Es gibt immer noch Diskriminierung, wenn man sich bewirbt. Aber die Wirtschaft wird das lernen müssen. Wir sind eine älter werdende Gesellschaft. Im letzten Jahr waren erstmals mehr Menschen älter als 65 denn unter 20. Und bei den Kindern haben 40% eine Zuwanderungsgeschichte. Die Kinder werden in 20 Jahren die Eliten des Landes sein. Und deshalb muss die Wirtschaft lernen, es ist gut, wenn man denen auch Perspektiven gibt, wenn man junge Fachkräfte einstellt, wenn man Menschen, wenn sie gut sind, eine Chance gibt, in unserer Gesellschaft anzukommen. Und all diese Dinge sind die, die wir im Moment diskutieren. Und ich bin froh, dass uns das gelingt, über Parteigrenzen hinweg. Im Landtag von Nordrhein-Westfalen gibt es eine Integrationsoffensive. Alle vier Fraktionen haben sich darauf verständigt, was wir jetzt gemeinsam machen müssen. Und da ist Leverkusen ein gutes Beispiel. Hier in Leverkusen gibt es ein gutes Klima, es gibt den Rat der Religionen, es gibt ein Miteinander, wo man versucht, genau diese soziale Frage aufzubrechen. Und dann ärgert mich noch was Zweites. Da gibt es manchmal schlaue Wissenschaftler, die machen Studien. Berlin-Institut beispielsweise. Die messen dann und sagen, ja, die Türken sind am schlechtesten integriert. Man fragt aber gar nicht, warum das so ist. Man kann doch nicht einen, den man bildungsfern angeworben hat, ich habe es ja eben beschrieben, mit einem vietnamesischen Flüchtling vergleichen, der aus der Oberschicht kam, der dann vor den Kommunisten geflohen ist, 1975 aufs südchinesische Meer, dessen Eltern eine riesige Bildungstradition hatten. Der hat es natürlich leichter, wenn er hierher kommt. Der lernt vielleicht auch Sprache schneller. Aber diese über einen Kamm scheren und nicht hingucken, das ist das, was mich manchmal ärgert. Und dann ist der nächste Schritt, Türken sind am schlechtesten integriert. Und dann gibt es dann ganz besonders schlaue Leute, die sagen, ja, das liegt daran, dass das Muslime sind. Was für ein Unsinn. In den Vereinigten Staaten sind die Muslime der Mittelstand der Gesellschaft. Das Problem in den Vereinigten Staaten sind Flüchtlinge aus Lateinamerika, Latinos, Mexikaner, die über die Grenze kommen, die nur Spanisch sprechen, die illegal ins Land kommen und die nicht integriert sind. Die sind aber alle katholisch. Da sagt ja keiner, ja, die sind nicht integriert, weil sie katholisch sind. Nur bei uns begründet man immer alles religiös und das ist das, was wir abbauen müssen. Es ist eine soziale Frage und keine religiöse Frage, wenn jemand arbeitslos ist. Und deshalb ist Bildung der Schlüssel, Arbeit zu finden und nicht Diskriminierung in Muslime oder Nicht-Muslime. Und auch das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Ich bin froh, dass wir da heute viel, viel offener darüber reden können, dass wir auch Defizite benennen können, dass sich DITIB und die Moscheegemeinden auch um die Kinder und Jugendlichen kümmern, dass es Deutschkurse gibt, dass es Integrationskurse gibt, dass es die Projekte gibt, die das BAMF hier fördert, die alle das gleiche Ziel haben, jedem die gleiche Chance zu geben, jedem dazu zu helfen, dass er seinen eigenen Lebensunterhalt verdient. Und das will doch jeder normale Mensch. Alle Eltern wollen doch, dass es den Kindern gut geht. Alle Eltern wollen doch, dass die Kinder was lernen in der Schule. Oft sind es gerade die Mütter, die die Töchter oder Söhne dazu bringen, dass sie was lernen. Und deshalb haben wir ein Elternnetzwerk gegründet, wo die Eltern sich austauschen und sagen, was können wir denn tun, dass es den Kindern besser wird. Und dass Eltern sich nicht kümmern, das gibt es auch bei deutschen Familien. Wir haben den Sprachtest für die Vierjährigen eingeführt. Jedes Kind mit 4 Jahren wird heute getestet. Da ist manches türkische Kind bei, spricht fließend Deutsch. Aber manches deutsche Kind spricht nicht mehr gut Deutsch, weil die Eltern nicht mehr vorlesen, weil man keine gemeinsamen Mahlzeiten mehr hat, weil den ganzen Tag der Fernseher läuft.
Also es ist eine soziale Frage und keine Frage der Herkunft. Und deshalb finde ich, sollen wir das alles zusammen anpacken. Der Rüdiger Scholz, den kenne ich schon seit 25 Jahren, ja, schon ziemlich lange. War damals, als wir noch ziemlich alleine waren, immer einer, der das mit unterstützt hat. Und ich freue mich, dass wir uns jetzt hier wiedersehen, dass wir an den Themen jetzt gemeinsam arbeiten können. Ich wünsche Ihnen einen guten Freitag, das ist ja auch ein wichtiger Tag, viele waren beim Gebet wahrscheinlich heute, ein gutes Wochenende, verspreche, dass ich wiederkomme, dass ich mir dann die Moschee, ich will die nämlich nicht in Hektik anschauen, ich will die in Ruhe anschauen. In Moscheegebäude, in Kirchengebäude geht man nicht in Hektik. Da geht man in Ruhe hinein und lässt sich beeindrucken von der Schönheit, die sich da widerspiegelt. Das machen wir ein anderes Mal. Ich freue mich, dass ich hier gewesen bin. Danke Ihnen, dass Sie so lange auf mich gewartet haben, Geduld haben. Und lade Sie nochmal ein, lassen Sie uns das gemeinsam packen. Lassen Sie uns den Kindern diesen Mut geben, dass sie in unserer Gesellschaft gebraucht sind. Lassen Sie uns ausstrahlen, eine Willkommenskultur, die jedem sagt, es ist gut, dass du hier bist. Wir wollen, dass du hier bleibst. Wir wollen nicht, dass du weggehst, sondern dass du Teil in unserem Land bleibst. Und das wünschen wir uns alle. Alles Gute und vielen Dank. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ich denke schon, dass wir noch die Zeit haben für einige Fragen. Und deswegen möchte ich dazu anregen, jetzt Fragen zu stellen. Also ich werde, mein Name ist Adles, ich bin Mitglied des Moscheevereins, gleichzeitig neu gewählt im Integrationsrat. Ich habe hier einige Fragen zusammengestellt im Namen des Moscheevereins und auch des Integrationsrates und würde sie gerne mal an Sie stellen. Das erste, ich will mal ein Beispiel nennen. Sie sind Unternehmer, Herr Laschet. Sie brauchen zwei Leute, zwei Azubis. Es melden sich ein Migrant oder ein türkischer Junge und ein Deutscher. Die haben beide den gleichen Zeugnis. Wen würden Sie auswählen? Den Migranten, der Probleme eventuell macht als Unternehmer, oder den Deutschen, der integriert ist? Wie denken Sie über Migrantenquote? So, das ist die erste Frage. Zweite Frage, unser Moscheeverein ist sehr aktiv. Wir würden gerne für Kinder und Jugendliche einen Fanclub oder einen Sportverein gründen, haben aber mal Untersuchungen gemacht, dass das sehr viel Arbeit ist und dass uns natürlich auch die Fördermittel fehlen. Leverkusen ist pleite als Stadt, da wird nicht viel geben an Geld. Welche Fördermöglichkeiten haben Sie denn für Kinder und Jugendliche, wenn wir sowas hier anfangen wollen? Die dritte Frage, es ist ja, Sie haben ja sehr viel über Integration erzählt, aber was verstehen Sie eigentlich unter Integration? Was ist das? Was müssen wir machen als Türken, Moslems, die nicht integriert sein wollen? Fragezeichen. So, viertens. Was unternehmen Sie eigentlich gegen Islamophobie? Ich denke, in Deutschland herrscht immer mehr Islamophobie. Also die werden immer sehr schnell als Verursacher aller Probleme dargestellt, obwohl es gibt natürlich auch welche, wie auch in jeder Gesellschaft, die nicht so toll sind. Auch in unserer Gesellschaft gibt es schwarze Schafe, sage ich mal auf Deutsch. So, und fünftens, die Frage kommt eigentlich von unserem Vorstand, vom Moscheeverein. Warum werden in den zwei großen Islamfeiertagen, das Opferfest und das Ramadanfest, immer noch in den Schulen Entschuldigungen gefordert? Es gibt Schulen, die das nicht wollen, aber es gibt auf der anderen Seite Schulen, die wollen das. Ist denn vom Ministerium aus irgendwas angedacht, das zu ändern? Und sechstens, das ist eigentlich keine Frage, Sie werden ja nächstes Jahr 50, habe ich gehört. Ich denke mal, Sie werden alle Migranten einladen. Und ich hoffe, dass wir dann auch eingeladen sind. Vielen Dank. Also wenn jetzt noch eine weitere Person ist, die Fragen stellen möchte, dann würden wir die auch noch dran nehmen. Es waren ja schon sechs. Okay, da ist noch eine. Ja, mein
mein Name ist Mahmoud Agabi, iranische Gemeinde Leverkusen. Das reicht, denke ich mal, gehört und gehört sich. Viele von uns fühlen sich integriert. Gesellschaft sieht uns aber nicht integriert. Was haben Sie in dieser Legislaturperiode getan? Was werden Sie in der nächsten Legislaturperiode, wenn Sie daran sind, tun, um diese zu fördern? Also jetzt mache ich die mal nach der Reihe. Die erste, wo ist der Frage? Ah, da ist er. Die erste Frage war, wen, ihr Mann, Falcon Schwert, ich wäre ein Unternehmer, wen würden Sie einstellen? Ich stelle mal die Gegenfrage. Wenn bei uns im Ministerium eine Stelle frei würde, sagen wir mal, als Pressereferent, wie viele Leute glauben Sie, dass sich da bewerben? Viele. Migranten wahrscheinlich gar nicht, ja. Hunderte. Wen habe ich eingestellt? Frau Kschele, die sitzt da vorne. Weil es wichtig ist, dass wir Zuwanderer in den Ministerien haben, in der öffentlichen Verwaltung. Das ist auch bei der Kommunalverwaltung wichtig. Das ist bei vielen Dingen wichtig, weil es mir auch einen neuen Blick eröffnet. Wir lesen nämlich täglich die Türke, die Saba, die Saman, die Hürriyet, was habe ich vergessen? Und die Milliyet. 5 türkische Zeitungen werten wir jeden Tag aus. Bevor ich Minister wurde, hat das nie jemand gemacht. Bis 2005 hat niemand in der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen die türkischen Zeitungen gelesen. Man kann aber gar nicht wissen, was die Menschen bewegt, die jeden Tag die Zeitung haben. Sie müssen auch jeden Tag als Minister die Bild-Zeitung lesen. Weil Sie wissen, Millionen Menschen im Lande lesen jetzt diese Zeitung. Das sind Themen, die Sie bewegen. Und deshalb haben wir gesagt, ja, dann müssen wir einen Türkei-Stämmigen haben, der das versteht und der diese Zeitung liest. Das ist so ein Beispiel. Ich gewinne also auch da was durch. Und das muss man auch diesem Unternehmer sagen. Du gewinnst was. Du gewinnst einen neuen Blick. Ein Handwerksmeister, der auch einen hat, der vielleicht Türkisch spricht, kann vielleicht ganz andere Kunden akquirieren, als wenn er den nicht hätte. Hat vielleicht auch einen ganz neuen Blick auf neue Gemeinschaften. Und insofern, Diversity nennt man das dann schick, also Vielfalt quasi in den Unternehmen. Ich glaube, dass das zunehmend kommt. Der Fall, den Sie beschreiben, wird im Zweifel so ausgehen, dass der deutsche Name den Job kriegt, weil mancher noch nicht so weit ist. Ich glaube, wenn man auf die Qualifikation guckt und sagt, ich brauche auch eine Vielfalt, um neue Kunden anzusprechen, dann wäre ein Unternehmer gut beraten, auch Menschen türkeistämmig anzusprechen. Die ersten, die das merken, wo nämlich der Nachwuchs fehlt, ist das Handwerk. Im Handwerk gibt es heute schon Berufe, wo sie kaum Auszubildende finden. Da muss man nun natürlich bei Türkeistämmigen erklären, manchmal sagen die Väter dann, nee, mach das nicht, das ist kein Beruf für dich. Handwerk, studier lieber, lern lieber was. Das ist in Deutschland anders. Es gibt in Deutschland das Sprichwort, Handwerk hat goldenen Boden. Ein guter Handwerker verdient mehr als mancher Akademiker. Und insofern sind das Berufe, die man erklären muss, die vielleicht für manchen Jungen oder manches Mädchen spannend sind. Und das deutsche Handwerk, das ist mit das Konservativste, was es gibt, aus einer alten, mittelalterlichen Tradition mit Handwerksrolle und allem drum und dran, hat letztlich eine Broschüre vorgestellt, die hieß, der Meister der Zukunft ist ein Türke. Ich habe erst mal gestoppt, habe gehört, ich lese nicht recht, aber das ist natürlich wahr. Wenn Sie in bestimmten Berufen niemanden mehr an jungen Leuten finden werden, die sich öffnen müssen, wenn sie überhaupt eine Zukunft haben. Und insofern hoffe ich, dass uns da, wenn nicht aus eigener Einsicht, die Demografie hilft, dass in Zukunft das keine Rolle mehr spielt, sondern nur die Qualifikation entscheidend ist. Zweite Frage, Migrantenquote. Das ist etwas schwierig, weil wir haben zig Berufe, wo wir händeringend Zuwanderer suchen. Die Polizei zum Beispiel sucht dringend Nachwuchs, findet ihn aber nicht und macht richtige Werbekampagnen. Wir haben gesagt, wir brauchen mehr Lehrer. Lehrer sind der Schlüssel für die Kinder. Wenn ein Lehrer eine Zuwanderungsgeschichte hat, Türkisch und Deutsch spricht, ist das für die Kinder natürlich ideal, dass sie einen solchen Lehrer haben. Also haben wir gesagt, wir werben in den Schulen, in der Oberstufe, dass mehr Kinder mit Abitur Lehrerberuf erwerben. Zuwandererkinder. Nur, es schaffen nur 13% Abitur. Und die, die es schaffen, die wollen alles werden, nur nicht Lehrer. Die wollen Jura studieren, die wollen Medizin studieren, die wollen Wirtschaftswissenschaft studieren. Und insofern hilft mir da keine Quote. Ich könnte sagen, ich stelle 20% Lehrer ein, türkeistämmige, nur die gibt es gar nicht.
Und insofern bin ich eher für differenzierte Lösungen. In den öffentlichen Verwaltungen zu sehen, können wir mehr Menschen einstellen, aber gleichzeitig bei anderen Berufen eher darum zu werben, oder ein Polizist, es gibt einen Konflikt und der Polizist versteht kein Wort Türkisch. Wenn der dann einen Kollegen hat, der vielleicht türkeistämmig ist, kann der in dem Konflikt oder eine Feuerwehr oder bei ganz vielen Berufen, suchen wir händeringend hier geborene Kinder deutscher oder türkischer Herkunft, die dann beide Sprachen sprechen. Was ist Integration? Hier nicht weit von Leverkusen entfernt hat ja mal ein Premierminister eines befreundeten Landes in der Köln-Arena eine wilde Rede gehalten und gesagt, Assimilation ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das habe ich damals kritisiert, weil niemand Assimilation bei uns erwartet. Assimilation will niemand. Jeder soll seine Kultur und seine Religion bewahren. Möglichst auch seine Sprache bewahren. Das ist doch klar, das Kind, das Deutsch und Türkisch spricht und nur Englisch gelernt hat, oder Deutsch und Russisch spricht und nur Englisch gelernt hat, ist doch ein Mehrgewinn. Mehr Sprachen zu sprechen, ist da ein Gewinn für jemanden, der das kann. Ich spreche leider nur eine Muttersprache und habe eine weitere gelernt und noch etwas Französisch. Aber wenn ich zwei Sprachen wie fließend sprechen könnte, ja, ich würde mich selbst beneiden, wenn ich das könnte. Und sowas zu pflegen, sowas auch in der Schule zu pflegen, ist zum Beispiel das Gegenteil von Assimilation. Religionen sollen bewahrt werden. Es ist Assimilation, wird heißen, jeder muss jetzt Christ werden. Ich würde mir wünschen, wenn die Christen sind, es wenigstens bleiben würde. Wir haben ja eher das Problem, dass wir selbst den Glauben an unseren... das ist doch klar, ich bin katholisch, im Bistum Essen werden 96 Kirchen verkauft und Moscheen werden gebaut. Da denkt man, verändert sich das Land, ist doch nicht schön, wenn Kirchen verkauft werden und Moscheen gebaut werden. Nur das sage ich immer zu, das ist doch nicht Schuld der Muslime, die ihren Glauben ernst nehmen, dann müssen wir unsere Feste wieder ernst nehmen. Und ich habe festgestellt, zu Weihnachten hat die türkische Gemeinde ein Weihnachtsessen gemacht. Aus Respekt vor dem christlichen Feiertag. Wir laden ein zu Iftar-Essen inzwischen. So, das ist der gegenseitige Respekt. Nur man kann, wenn man den eigenen Glauben nicht mehr lebt, nicht den anderen vorwerfen, dass die neue und schönere Moscheen bauen. Und insofern heißt das, Integration ist nicht Assimilation. Integration ist, jeder muss jede Chance haben in dem Land. Und welchen Glauben er hat, das ist seine Sache. Er muss sich nur an die Verfassung und die Gesetze unseres Landes halten. Und er muss sich anstrengen, dass er das selbst schafft. Was unternehmen Sie gegen Islamophobie? Na gut, das müssen wir auch wiederum gemeinsam machen. Da gab es den Unterschied zwischen Duisburg und Köln. In Duisburg wurde eine Moschee gebaut und die ganze Stadtgemeinde hat das mitgetragen. In Köln gab es Riesendiskussionen und da ging es etwas kontroverser zu. Ich muss im Nachhinein sagen, Dietip hat das ja auch gemerkt, man muss sich dann auch natürlich öffnen und die eigene Religion erklären. Offene Tage der Moschee machen. In Köln hat man lange geglaubt, es reicht, wenn wir das mit dem OB Schrammer besprechen. Das ist auch ein guter. Aber die Bezirksvertretung vor Ort, die Nachbarn, waren dann plötzlich dagegen. Also das müssen wir zusammen schaffen. Politik muss erklären, was findet da statt. Aber die Moscheegemeinde selbst muss sich auch erklären. Muss auf die Nachbarn zugehen und genau erklären, was denn bei ihnen stattfindet, damit die Menschen keine Ängste bekommen. Denn natürlich ist das ungewöhnlich, wenn da plötzlich so ein Riesengebäude steht, man nicht genau weiß, was da drin stattfindet. Man dann irgendwo liest, in Bali war ein Terroranschlag von Muslimen und man denkt, das findet jetzt alles in Köln-Ehrenfeld statt. Das ist natürlich Unsinn. Aber dennoch muss man den Menschen die Angst nehmen und sagen, wir sind anders, wir haben auch nichts mit Terroristen zu tun, wir sind hier ganz normale Menschen, die ihren Glauben leben, die sich um ihre Kinder kümmern, die Alten ehren, die mehrmals in der Woche beten. Und wenn sie das alles sagen, dann sagt man schon, ja, das ist ja genauso wie bei uns. Wir haben gerade Fastenzeit. Ja, ich habe den Eindruck, also es gibt ja nun nicht ein massenhaftes Fasten, aber wenn man das mal vergleicht mit dem Ramadan, ist das sehr, sehr ähnlich. Man fastet, man gibt ein Opfer, das ist die Miseria Fastenaktion, wo jeder etwas spendet. Man lebt wieder Gemeinschaft neu, das sind die Iftar-Essen im Islam, wo Familien und andere wieder zusammen sind. Es gibt so viele Ähnlichkeiten und wenn die Fastenzeit zu Ende ist, feiert man das. Ja, warum reden wir nicht mehr über die Gemeinsamkeiten und reden immer nur über das Trennende und was alles ganz schlimm ist und was irgendwo in der Welt
im Iran oder sonst wo passiert, statt darüber zu reden, wie wir hier zusammen eigentlich mit unterschiedlichen Kulturen und Religionen leben können. Das ist eine Methode gegen Islamophobie. Da, wo sie auftritt, muss man dem entgegentreten. Sie glauben gar nicht, was ich alles an irren und wirren Briefen kriege. Manchmal schreiben mir Leute besorgt, aber manchmal gibt es auch Bösartige, die nichts anderes tun wollen, als das Klima vergiften. Und denen muss man dann entgegentreten. Und das war das Schöne in Köln. Die haben engagiert über die Moschee gestritten. Und man kann auch gegen eine Moschee sein, ohne rechtsradikal zu sein. Man kann auch gegen eine Kirche sein. Also das ist Meinungsfreiheit. Aber als die Rechtsradikalen kamen und in Köln ihren Kongress gemacht haben, da hat die ganze Stadt zusammengestanden. Die Taxifahrer haben keine Rechtsradikalen gefahren. Die Wirte haben kein Kölsch mehr ausgeschenkt. Es gab keine Hotels mehr, weil man gesagt hat, das passt nicht in unsere Gegend. Und so ein Klima wünsche ich mir. War übrigens zum ersten Mal, dass sowas für Muslime stattgefunden hat. Wenn eine Synagoge einen Anschlag hatte, haben wir oft Kerzendemonstrationen und alles gehabt, die dagegen protestiert haben. Aber es hat nie gegeben, dass eine ganze Stadt sich hinter die Muslime gestellt hat und sich solidarisch gezeigt hat. Und diese Tage damals in Köln waren sehr bewegende, wo eine Menschenkette rund um die Moschee gemacht wurde, wo die Kölner gesagt haben, egal welcher Partei sie angehörten, das lassen wir uns nicht gefallen. Untereinander streiten wir. Aber wenn da Rechtsradikale kommen, da machen wir nicht mit. So, die letzte Frage war jetzt... Wegen den Feiertagen. Mit den Feiertagen, ja. Es gibt einen Erlass des Schulministeriums, dass an diesen Feiertagen, also auf Antrag schon, also freigegeben werden soll. Ist ja auch nicht jeder Muslim, der nun das Fest feiert. Aber das ist relativ unproblematisch im ganzen Land. Also man müsste dann so Fälle haben, wo das mal ein Problem ist. Da sollten die Kinder an diesen Festen auch frei bekommen. So ist das eigentlich geregelt. Es gibt hier Schulen, die das annehmen und die aber eine Entschuldigung haben wollen. Ja gut, das ist ja schnell geschrieben. Das ist ja kein Problem. Es ist halt, das Problem ist, es ist kein gesetzlicher Feiertag. Und insofern muss der Lehrer ja wissen, A, das ist nun ein muslimisches Kind, weiß er ja nicht automatisch, und B, den Eltern ist das wichtig. Der Junge könnte ja auch einfach zu Hause bleiben und die Eltern wissen gar nichts davon. Also ist wichtig, dass die Eltern sagen, wir haben jetzt Ramadan und Zuckerfest oder was auch immer, das Kind muss heute nicht zur Schule. Und dann wird das meistens akzeptiert. So, letzte Frage, bevor ich dann los muss. Hier hatte noch einer, ja, was? Stichwort? Integration, was machen Sie, um die Förderung... Ah ja, was haben wir gemacht? Ja, wir haben ein 20-Punkte-Programm gehabt, wo die Frage islamischer Religionsunterricht drin war. Da sind wir noch nicht viel weiter, da sind wir aber, das liegt nicht nur an uns, sondern da braucht man ja auch den Partner, mit dem man das verabredet. Wir haben kommunale Integrationsprogramme gehabt. Das, was die Bundeskanzlerin auf der Bundesebene gemacht hat, ist übersetzt worden in die Kommunen. Komm-in heißt das Programm. Ich weiß gar nicht, ob es das in Leverkusen auch gab. Ja? Wo man das versucht hat umzusetzen, wo man alle Akteure zusammengebracht hat. Das ist so eine Maßnahme. Wir haben die Mittel für die Sprachförderung vervierfacht. Was? Das war nicht meine Frage. Umgekehrt. Was machen Sie am Deutschen? Ach so, ja, der Deutschen. Ja, also Sie meinen, wie bringen wir den Deutschen bei, das Integration... Gut, da... Dass die als Menschen und gleich... Gut, da glaube ich, das können Sie ja nicht per Gesetz beschließen. Das müssen Menschen ja erkennen. Wir brauchen einen Politiker, der viel redet. Politiker sind Zauberer. Hören wir auf. Ja, wir sind keine Zauberer. Das wäre schön. Da brauchen Sie viel Überzeugungskraft. Und ich glaube, dass sich das schon für das, was wir die 5 Jahre gemacht haben, in Anspruch genommen, für mich in Anspruch nehmen kann. Das Klima ist heute ein anderes als vor 5 Jahren. Ich habe die Islamkonferenz erwähnt, den Gipfel der Kanzlerin. Ich halte die Reden, die ich hier halte, auch bei Deutschen. Ich rede nicht hier anders, als wenn ich bei Deutschen spreche und erkläre denen, warum dieses Zusammenleben so wichtig ist. Und als ich vor 5 Jahren, weiß ich noch mal, gesagt habe, Deutschland ist ein Einwanderungsland, wir müssen endlich die Realität der Integration wahrnehmen, gab es manchmal noch Murren. Was redet der denn da? Das haben wir noch nie gesagt. Das recht nicht als CDU, was der da jetzt im Moment redet. Das ist heute Allgemeinkonsens. Jeder weiß, dass wir das sind und deshalb arbeiten alle jetzt daran, damit das ein Erfolg wird. Und das können Sie nur mit viel Pressearbeit, mit Öffentlichkeitsarbeit. Das Beispiel heute von den 100.000 Euro werde ich demnächst überall erzählen und sagen, seht ihr mal, die gehören zu uns, die machen die gleichen Dinge wie wir. Sie brauchen solche Akte, an denen Sie das den Menschen erklären können. Und das ist ein mühsamer Job. Wenn ein ganzes Jahrzehnt das nicht erfolgt ist,
Wenn wir 50 Jahre verschenkt haben, und das ist übrigens keine parteipolitische Frage, in 50 Jahren haben viele regiert. SPD, CDU, Grüne, alle haben mal regiert. Ich habe oft gesagt, 1973 kam der Anwerbestopp. Dann zogen die Familien nach, seit 1973. Spätestens dann hätte man beginnen müssen. Ja, da hat aber Helmut Schmidt regiert. Der hat das auch nicht gemacht. Also wir haben es alle viel zu spät erkannt. Und deshalb ist es gut, dass wir heute beisammen sind, dass wir es heute anpacken. Und ich glaube, das, was die 5 Jahre gelaufen ist, kann sich schon sehen lassen. Die nächsten 5 Jahre stehen neue Aufgaben an. Anerkennung beruflicher Abschlüsse hat die Bundesregierung jetzt beschlossen. Dass jemand, der den Abschluss hat aus dem Ausland, auch hier arbeiten darf. Wir brauchen ein neues Aufenthaltsrecht. Dass Kinder, die hier geboren sind, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, ist in der Zeit mit umgesetzt worden. Also es sind Dinge, Menge Dinge passiert. Ich wünsche mir für die nächste Wahlperiode, dass das mit dem islamischen Religionsunterricht endlich klappt. Dass der wirklich in den Schulen eingeführt wird. Unser Ministerpräsident hat gesagt, nächste Wahlperiode kommt ein Integrationsgesetz. Auch eine ganz wichtige Sache, dass alle Rechte, die man hat, auch mal per Gesetz festgeschrieben ist, dass jeder nachgucken kann, wie kann denn Integration ein Erfolg werden. Also die Aufgaben sind noch riesig groß. Nur, ob ich im Mai noch da bin, jetzt kann man 5 Jahre arbeiten, dann gibt man das zurück und dann entscheiden die Wähler. Und wenn das viele tun, dann würde ich mich freuen. Mir fehlt noch die Zusage für Kinder- und Jugendprogramm für den Moscheeverein. Ja, dann müssten Sie mir mal sagen, was genau die Aufgabe ist. Wir haben ja das Kinder- und Jugendförderplan. Da muss ich gucken, passt das unter die Programme? Und da würde ich Ihnen vorschlagen, er gibt Ihnen dann nachher meine Adresse, dass Sie mir das Beispiel mal schreiben und wir das dann prüfen. Für Kinder- und Jugendförderung gibt es Regeln, es gibt Sportförderung, es gibt unterschiedliche Titel. Und da muss ich einfach sehen, wo passt das rein, passt das überhaupt rein. Aber dazu brauche ich einen schriftlichen Brief oder irgendwas. Vielen Dank. Vielen Dank und alles Gute. Lieber Herr Merzig, danke, dass du da warst und du bist auch im Sprung. Wir freuen uns auf den nächsten Termin und wir telefonieren.